Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Sport aktiv, unserem Abenteuer Sport- und Freizeitmagazin. Wie Sie sicherlich schon erkannt haben, werden wir heute von der Boot 91 berichten, die ja gestern zu Ende gegangen ist. Und deswegen haben wir auch so schicke Überzieher an, damit wir die edlen Teile hier nicht zerkratzen. Und wir haben Verstärkung bekommen mit Guido Holz. Hallo Guido. Ja, hallo. Wir wollen heute aber nicht nur über das Segeln berichten, sondern wir wollen Ihnen einfach mal die Höhepunkte dieser größten Wassersportmesse zeigen. Wir werden Ihnen Bilder vom Tauchen zeigen und am Ende bei einem Gewinnspiel gibt es dann auch noch einen Segelturn zu gewinnen. Außerdem haben wir einen wahnsinnig interessanten Menschen kennengelernt, den größten Reeder der Welt. Über 150.000 Schiffchen hat er schon gebastelt. Herr Koppen, Sie sind Busfahrer, kommen aus München und basteln solche Mikrochips, das heißt aus diesen kleinen Papierzipfelchen. Ja, wie lange machen Sie das denn schon? Seit 7 Jahren baue ich also professionell Mikrochips. Und zwar habe ich da schon 150.000 hergestellt. Ich habe noch ca. 100.000 in meinem Lager. Der Rest ist schon verarbeitet. Wenn Sie sehen hier, das ist DIN A. Also man sieht sie kaum. 12 Papier, hier die Größe 3. Und er hat DIN A 14 in der Hand. Da wird das ganz Kleine, was im Vordergrund zu sehen ist. Und die werden dann weiterverarbeitet zu Objekten. Zum Beispiel, was mal eins hinter das uns hat. Das zeigen wir Ihnen gleich mal. Aber wenn ich mir Sie so anschaue, wenn ich diese kleinen Boote sehe, die Sie da basteln, drängt sich da nicht die Frage auf, sind Sie noch normal? Ach, das ist eine ganz normale Geisteskrankheit, nicht? Das ist also. Sie haben so ein Objekt mal mitgebracht? Ja, das Objekt nennt sich 444 Mikrochips vom Typ 1 im dreifachen Analogspeicher. Und das ist eines der vielen Objekte, die ich baue. Und Sie machen mit Ihren Schiffen auch Ausstellungen. Kann man denn davon leben? Ja, ich lebe noch nicht. Ich arbeite immer noch als städtischer Busfahrer, aber es kommt schon dahin und ich stelle jetzt im März auf der CeBIT in Hannover wieder aus. Und ich hoffe natürlich, dass also der Geschäftsumfang zunimmt. Da drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen.